für die Jagd oder Fährten von Tieren. Sie kann durch plötzliche Änderungen in der Umgebungstemperatur ausgelöst werden. Guter Hinweis. Technische Daten, Bildsensor, 3 Megapixel. Okay. Da steht's, 3 Megapixel. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich möchte euch eine neue Kamera vorstellen. Und zwar die Leia Sophie. Und zwar von Greenline mit der Modellbezeichnung PY-TC-002. Die Kamera ist ganz schön leicht. Ich habe schon in der Bedienungsanleitung ein bisschen rumgelesen. Es ist Deutsch vorhanden, da rennt eine Maus. Hallo. Die Kamera ist sehr preiswert bei Amazon zu bekommen. So liegt so bei 40 Euro. Ich habe mit dem Hersteller bzw. mit dem Anbieter, der sitzt in Deutschland, bereits geschrieben. Er hält nicht sehr viel davon, dass man diese Kamera präsentiert, aber er hat nichts dagegen. Sehr komisch. Für mich ist wichtig, was kann diese Kamera und wie sieht die Bildqualität aus. Hängen wir sie mal an. 3 Megapixel. Bei der Kamera selbst liegen nicht viele Dinge dabei. Oh Gott, ist das dünne. Diese üblichen Halterungen, die Baumhalterung, die Wandhalterung, was damit bei ist, ist hier nicht vorhanden. Mitgeliefert wird einzig allein nur ein Gurt, den habe ich jetzt verkehrt drum drin, und ein Mini-USB-Kabel. Man sieht es auch schon, die Kamera hat einen kleinen Kartenslot und ein Stativgewinde. Ich kann sie abschließen. Das ist so dünn, da muss ich aufpassen, wenn ich jetzt ziehe, dass es nicht bricht. Hier. Ja, es biegt sich schon. Schalten wir sie mal an. Wo ist dieses Piepen? Das will ich als erstes ausmachen. Ich hasse sowas. Gott, ich kann das kaum lesen. Ich kann das Blaue nicht lesen hier. 8 Megapixel. Ich muss mir merken, was vorher stand. Hallo? Hallo? 25 Sekunden. Sinnebene. Sinnebene? Ach so. Bewegungsmelder. Ich kann nicht lesen, was da steht. Das ist scheiße. Was ist das? Timelapse. Stoppen Sie, wenn Sie? Stoppen Sie, wenn Sie? Zykluslagerung. Ich vermute mal, das ist Cycle-Speicher. Also wenn die Karte voll ist, wird die einfach überschrieben. Machen wir stoppen Sie. Also ihr habt es gemerkt, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten in dem Menü gehabt. Geht man mal davon aus, dass jemand zum ersten Mal eine Wildkamera in der Hand hat und er liest dann in dem Menü Sinnebene. Bäh. Dann bleibt die Kamera jetzt hier für eine Woche, anderthalb Wochen so. Mal gucken. Und dann gucken wir mal, wie die Qualität von der ist. Ich erwarte eigentlich nicht viel, aber vielleicht überrascht sie mich ja. Mal sehen. Ich bin gerade dabei, die Leia Sophie Wildkamera abzubauen, weil ich habe mir die Aufnahmen angeguckt und die sind einfach nur grottenschlecht. Es ist eine unglaubliche Spotbeleuchtung vorhanden. Die Framerate bei 1080p waren 15. Das konnte man sich nicht angucken. Davon habe ich auch nur 2 Sekunden Videos, weil die Kamera mit halbvollen Batterien einfach nicht mehr klargekommen ist. Die Kamera geht zurück zum Hersteller. Der war ja sowieso nicht damit einverstanden, dass ich sie zeige. Daran habe ich keine Freude. Ich will die auch nicht verlosen. Und die Aufnahmen, die zeige ich euch jetzt natürlich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Eine Dackelgarage machen. Also im Grunde genommen, kennst du diese Dreiecksteile, die du bei So, ich habe die Leia Sophie mittlerweile zurückgeschickt. Ich habe mich so geärgert über diese Kamera, dass ich völlig vergessen habe, die Speicherkarte zu kopieren. Jetzt habe ich nur die Aufnahmen von dem ersten Test in 1080p mit 15 Frames pro Sekunde. Aber selbst bei dem zweiten Test, wo ich 720p eingestellt habe,
war es nicht besser, also ihr verpasst da nichts. Das Video dient dazu, sozusagen euch zu zeigen, welche Kamera man nicht nehmen sollte. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr meine neuesten Videos auch nicht. Bei der Glocke geht es noch schneller. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ciao, euer Harry. Ja, hallo, hallo. Gut, jetzt kommt kein Flugzeug, jetzt kommt eine Feuerwehr oder sowas. Zu spät, zu spät. Die Kamera ist sehr preiswert bei gewesen. Also die E-Mail der ihm. Vielleicht überrascht sie mich ja. Kamera mit halb voll. Was wollte ich jetzt sagen?